Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Jahrestag des Olympia-Attentats. 50 Jahre nach der Ermordung von 11 israelischen Geiseln ist heute im Münchner Olympiapark der Opfer gedacht worden. Die Mitglieder des israelischen Olympiateams sowie 5 palästinensische Terroristen und ein deutscher Polizist waren damals ums Leben gekommen. Reaktionen auf drittes Entlastungspaket. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Spahn kritisierte die Pläne als zu vage. Es fehlten konkrete Angaben etwa zur Strompreisbremse oder zur Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets. Zustimmung für die Pläne der Regierung gab es unter anderem von Sozialverbänden. Chilenen lehnen neue Verfassung ab. Knapp 62% der Wählerinnen und Wähler haben in einem Referendum gegen die geplante Grundgesetzänderung gestimmt. Sie feierten ausgelassen. Tief enttäuscht zeigten sich dagegen die Befürworter. Der Entwurf sah unter anderem mehr Rechte für die indigene Bevölkerung und höhere Umweltstandards vor. Deutscher Umweltpreis vergeben. Die Ingenieure Dick Lehmann und Friedrich Mewes, links und rechts im Bild, erhalten den Preis für die Entwicklung eines energiesparenden Schiffsantriebs. Der Biologe Christoph Schenk in der Bildmitte wird für sein Engagement zum Schutz von Regenwäldern ausgezeichnet. Brand am Brocken, im Harz noch nicht unter Kontrolle. Die Behörden gehen davon aus, dass es weiterhin auf einer Fläche von rund 1,5 Quadratkilometern brennt. Der Landkreis Harz hatte gestern den Katastrophenfall ausgerufen. Inzwischen haben die Flammen auch auf ein Moorgebiet übergegriffen. Und noch das Wetter, heute im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, aber trocken. Sonst ein Mix aus viel Sonnenschein und ein paar Wolken. Nur über dem Bergland vereinzelte Schauer oder Gewitter bei 20 bis 32 Grad.